So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Lightning Returns. So, jetzt heißt es, den Ereshkigal den Arsch aufreißen. Ich hoffe ja, dass ich diesmal hinbekomme. So, noch kurz Kampfreituren durchgehen. Genau, ich muss nämlich noch mal ein bisschen was ändern. So, das D-Prothes war ja... Ne, das D, weil das hau ich raus. Genau, das muss nämlich für ein Gift raushauen. Ist das schon geordnet alles? Ne, ist geordnet. Mach es nochmal. Nach dem Alphabet, genau. Gift, 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 Gift. Sowas wie Gift gar oder so, sowas habe ich gar nicht, ne? Das habe ich gar nicht gefunden. Das ganze Spiel über. Ja, das ist ein bisschen schade. Aber es ist wohl nichts zu ändern. Das ist Maximum. Schade mal, Negativzustand plus 20%. Kann ich mir eigentlich sparen, da kann ich auch gleich auf das hier gehen. Außerdem ist Zustand auch viel länger. Okay. Ja, normalerweise gab es noch mal einen Zauber, der hieß Giftkar oder so. Der war halt länger als das normale Gift. Aber den habe ich gar nicht zu haben, genau. Naja, gut. Ja, Dekuragega ist auch cool. So, naja, gut. Also wir werden auf jeden Fall... Oh, da ist gerade mein Video fertig geworden. Also wir versuchen es auf jeden Fall mal jetzt per Giftmethode. Ich weiß nicht, ob das klappen wird. Ich hätte vielleicht auch die Vitalsphäre oder so reinnehmen sollen. Aber an sich ist das ja hier das Set, was auch die meisten Speed hat, also. Wir gucken einfach mal. Na eben, ne? Gegen den hätte ich auch noch dieses andere Item ausrüsten können. Fällt mir gerade so ein, was die Statusänderung stiehlt. Wann wäre vielleicht auch gar nicht mal so verkehrt gewesen. Aber gut. Das ist jetzt wie es ist. So, magst du Gift? Kacke. Boah, schon wieder. Komm, los, lass vergiften. Okay. Ja, das Gift hält halt wirklich nicht sehr lange. Kacke. Vielleicht muss ich auch auf mehreren Sets spammen. Ich glaube, das mache ich sogar. Ich will den Kampf nochmal beenden. So wird es vielleicht nicht zu lange dauern. Ich werde das Gift mal auf mehrere Sets legen. Weil es kommt ja auf nichts an. Die Sturmschneise hier, die ist ja eigentlich unnötig. So, wo ist das Gift? Das Gift dort geht zwar nicht so lange, aber ist ja nicht so wichtig. So, hier Blitz würde ich ganz gern durch Bann ersetzen. Genau, Bann. Und dazu das Eis brauche ich noch. Den leichten Hieb würde ich gerne durch eine Vitalsphäre ersetzen, wenn ich eine habe. Habe ich eine Vitalsphäre? Ja, ich habe eine. Das ist gut. Okay. So, ich muss mit dem neuen Set natürlich erstmal klarkommen. Aber ich. Obwohl ich die Vitalsphäre. Kann ich das nochmal so tauschen? Ach, egal. Das wird jetzt schon so gehen, oder? Ja, das wird schon so gehen. Okay, versuchen wir es nochmal. Let's go. Treff ihn. Wie schwer kann es schon sein? So, ich muss ihn am Anfang sowieso erstmal schocken. Vorher passt da gar nichts. Und da kann ich immer noch per Bann ein bisschen die Startanlung abziehen. So, dann fängt nämlich schon mit Courage an. Courage kam nicht durch. Der Bann. Kacke. Das aufladen lassen. Okay. So, jetzt könnte ich theoretisch der ersten Zeit Dilation schon mal richtig Action machen. So, mehr Gift, mehr Gift. Mehr Gift. Oh Mann, okay, da war das Gift schon. Okay, das Set, wie es gebaut habe, ist gar nicht mal so dumm. Ich kann immer schön auf den Blöcken bleiben. Genau so.
Nope. Okay. Unser Ziel ist nur zu überleben. Oh nein, jetzt kommt er mit seinem scheiß Meteor an. Oh, oder doch nicht? Nell. Was ist sein Auftrag? Was versucht er zu erreichen? Boah, Alter. Sollte man übertrank schlürfen, nachdem ich überlebt habe. So, jetzt muss ich aber trotzdem schocken. Da gibt es keinen Weg drumherum, leider. Weil ich glaube, so ist nämlich immun gegen alles, was ich habe. Oder? Es sieht mir schon beinahe so aus. Ja, da kommt gar nichts durch. Ein Scheiß kommt da durch. Was ist das jetzt? Oh. Gut. Mann, das Griff muss nochmal durchkommen. Keine Chance. Das Gift möchte einfach nicht. Nee, der Block ist alles weg. Oh, perfekter Block sogar. Gift macht nach wie vor gar nichts. Ich kann auch gegen den nichts machen oder so. Der blockt ja alles. Kann nur warten, dass der Schatten nicht aufhört. Okay. Au. Au, nicht gut. Okay, jetzt mal ganz im Ernst. Ich kann den... Doch, jetzt kann ich ihn wiedergeben. Mega-Meteor. Oh, wow. Das ist ja wenig Schaden, den er austeilt. Oh, wieso klappt denn das nicht? Das Gift ist so, wie es kommt, auch sofort wieder runter. Man kann das Gift eigentlich dauerhaft gespammt halten, also. Aber irgendwie tut sich überhaupt was. Das muss man ja schon mal groß anerkennen. Vielleicht, naja gut, noch mehr aufs Gift bauen kann ich das sowieso ja nicht mehr. Dass ich vielleicht das Gift auf das Tätchen lege. Weil das ist ja meistens das, was am meisten nichts zu tun hat. Jeder Band kommt sowieso nie durch. Guck mal, wie schnell das Gift wieder runter ist. Das juckt ihn einfach absolut gar nicht. Oh oh. Kann ich dort irgendwie effektiv blocken? Naja, es geht schon. So schnell wie das Gift kommt, ist auch wieder weg. Vielleicht muss ich noch ein drittes Mal Gift bauen oder so. Einfach um sicher zu sein. Weil das mit dem Bann bringt ja sowieso nichts. Ja. Ich fürchte lieber nochmal. Ich mach's lieber einmal richtig anstatt gar nicht. Natürlich muss ich jetzt den Spielstand laden. Weil sonst haben wir schon zu viel Zeit verloren. Ich muss ihn einfach mit mehr Gift geben. Wie gesagt, es ist halt kacke, dass ich das andere Gift nicht habe.
Damit wäre es alles ein bisschen einfacher. Weil das Gift auch länger bleiben würde, glaube ich. Also mehr Speed brauche ich auf jeden Fall und mehr Gift. Mehr Speed, mehr Gift. Ich muss komplett auf die Geschwindigkeit gehen. Das heißt, es ist scheißegal, was für Sachen ich habe. Hauptsache Speed, Speed, Speed. Also da das Gift ist ja ganz okay. Guck mal, was kann ich denn noch machen? 110, 125? Was bringt 125? Die Sturmklinge, das ist gut. Obwohl, ich würde lieber erstmal mit dem Set hier anfangen. Das hat er schon 130. Also da ist schon gar nicht mehr so viel Platz nach oben. Also doch, erstmal hier. Ne? Ist denn jetzt die Sturmklinge? 125 hat die gebracht, genau. So. Oh. Das hier bringt richtig gut Speed. Das ist gut. Der EMP-Schutz. Nee, ich brauch. Ach so, der ist schon irgendwo ausgerüstet. Aber hier. Lol. Obwohl, bei der Beschwörung des Spielers kann ich doch eigentlich runternehmen, oder? Oh nein, kann ich nicht. Obwohl, doch, kann ich schon. 190. Ja, für einen Verlust von 10. Mein Gott. Immer das Falkenamulett. So, gibt es hier irgendwas, was mich noch ein bisschen schneller macht? Was war das? Räuberschal. Das ist nice. Das kann ich direkt so nehmen. So, war es denn? Räuberschal, Räuberschal, Räuberschal. So. Und gibt es hier auch noch was schneller macht? 135, was ist das? Nicht unbedingt so krass. 145. Seidenschal, okay. So, das Schild bleibt auf jeden Fall so. Also das muss ich nur noch auf Gift umstellen. Also ist schon sortiert? Nein. Okay, alles auf Gift. Gift, Stufe 2. Ja. So, hier einmal Gift. Und die Sturmschnelle ist auch aus dem Gift. Gut. Gucken wir mal, wie das gleich funktioniert. Gift, Gift. Also X, X, Y. Obwohl es auch nicht unbedingt so gut macht. Aber egal. Wir gucken einfach mal. Auf dem einen Set muss ich jetzt zumindest mal das blocken lassen. Wo soll ich noch ein anderes Set mit Blocken ausrüsten? Eigentlich nicht, ne? Wir legen einfach mal los. Am Anfang kann ich den eh nicht irgendwas antun. Okay, das schnellere ATB wirkt sich auf jeden Fall gut aus. Ey, wieso hat das nicht geklaut? Ich wurde betrogen. Komm, Couragenzug. Ja, damit. Dankeschön. Kann ich zwar nicht einsetzen oder irgendwas, aber trotzdem. Da, easy block. So, und jetzt Gift, 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 Gift. Nee, ist ja Kacke. Hör auf. Ich wusste, es passiert. Okay, hat trotzdem getroffen. Mist. Tja, kann man nichts machen. So, die beiden Sets kann ich auf jeden Fall immer schon runterdrücken. Oh, das war ein Angriff. Ah, wollte ich nicht. Au. Lass das. So, komme ich durch den Geister mit meinem Gift jetzt durch?
Nee, ne? Oh doch, da kann ich gerade durch. Noch mal kurz heilen, ich weiß nicht. Ach Quatsch. Da kann ich mich doch nicht umbringen lassen. Ganz im Ernst. Ja, die Fehlfehler kann ich schon noch schlucken. You can't read me. So, das Gift kommt hier irgendwie überhaupt nicht durch. Oh, da war es mal wieder ganz kurz. Kommt es durch diesen komischen Wald da jetzt durch? Ja, anscheinend ja nicht. Oh, doch, da war es gerade, glaube ich, oder? Wow. Wie das Kind einfach gefühlt gar nicht hält. Okay, jetzt kann ich mich nochmal über dran reinziehen. So viel geht noch. Ja, am besten fahre ich mit dem Gift hier auf dem einen der blauen Rüstung. Boah. Die Rad ist absolut miserabel. Das ist gar nichts. Oh, Kacke. Klar. Das macht Sinn. So, dann halt weiter mit dem Gift-Spam. Ist auch unbedingt so klasse, dass es ja ist, auf die Zeit ziehen zu müssen, aber... Oh, klar, fängt mich halt nochmal. Freue mich gar nicht heilen, kann ich mir direkt sparen. RIP ATB. Okay, let's go. Gab's denn keine Ausrüstung, mit der man die negativen Zustände irgendwie länger aufrechterhalten konnte? Da war da nicht was. Das kommt mir zumindest so vor. Oh, lol, ich war tot. Scheiße, wenn ich mich irre, dann ist die ganze Abend umsonst gewesen, ne? Wie viel hatte denn noch? 4,1 Millionen, wir haben mit 5,4 gestartet. Naja, 1,3 Millionen. Hä? Ich verstehe es nicht, wenn da ein Schlag steht, wieso schlägt da nichts ein? Ich kann es nicht so richtig nachvollziehen. Boah, habe ich schon wieder kurz vergiftet. So, kurz die ATBs ein bisschen auffüllen lassen. Als ob da jetzt nichts vergiftet hätte. Gift Spam. Naja. Das blockt die ganze Scheiße wieder. Warum muss dieser Boss so Cancer sein? Oh, es kommt schon der Giga-Meteor. Ich bin tot. Lol.
Falls ich den Kampf jetzt nicht schaffe, muss ich auf jeden Fall gucken, ob es nicht noch irgendwie andere Sachen gibt, mit denen ich ihn vielleicht besser vergiften könnte. Ich bin tot. Oh lol, perfekt, der Block hat mich gerettet. Ist das nicht zu süß? Okay, auf die Weise schaffe ich ihn nicht, das sehe ich jetzt schon. Ganz einfach, weil mit JP auf halbem Wege ausgehen. Habe ich das wie es vorher gespeichert, bevor ich beendet habe? Ich hoffe es einfach. Das muss ich jetzt noch mal komplett aufbauen. Das war eigentlich nichts in der Sache. Oh, ich habe eine halbe Stunde, um den zu besiegen. Danach muss ich leider mich anderen Sachen widmen. Aber gut, ich denke, das bekommen wir hin. So, ich glaube, oder? Doch, habe ich gespeichert, Gott sei Dank. So, gibt es Waffen? Oder zumindest habe ich irgendwelche Waffen. Okay, wenn die betroffen sind, aber das bringt mir jetzt nichts. Das ist nice. Die Femme Fatale. Um 20% zumindest. Naja, sag mal, 20% ist besser als gar nichts. Haben noch irgendwas Cooles. Aha. Was? Was ist das denn für ein Scheiß? Ach so, das hat pure Werte. Mhm. Panzerschwert. Lol. Ja, und ich glaube, die haben alle keine Passiven, genau. Ich glaube nicht, dass es irgendwelche Schilder gibt, die dafür sorgen können, dass da irgendwie mehr passiert. Ich glaube es schon gar nicht. Das ist alles sehr nice. Oh, das ist lustig. Das Beschwörer steht sogar relativ nice. Das ist sogar ziemlich nice eigentlich. Das könnte ich auf dem anderen Set nutzen. Aber ich glaube, das Ding ist sehr langsam, ne? Oh ja, das ist es. Okay, gibt es vielleicht irgendwas, was hier hilft, um irgendwie das Bild zu verlängern? Ich glaube schon fast nicht, höchstens im anderen. Ja, das tut alles mehr Schaden machen, aber nicht verlängern. Ich meine, 20% ist vielleicht nicht viel auf den ersten Blick, aber es deckt ja auch. Ja, ich glaube nicht, dass wir irgendwas bekommen. Nope. Wir werden damit jetzt rollen müssen. Das ist schon irgendwo belastend. Aber gut, versuchen wir es nochmal. So, am Anfang können wir sowieso nichts gegen den machen. Da kann ich ihn auch gleich versuchen, richtig zu schocken. Sollte in einer Tour funktionieren.
Ah, Manöver, nein. Okay, jetzt kommt das Gift. Da habe ich den Block verkackt. Herzlichen Glückwunsch. Easy Block every time. Okay, das Gift haut auf jeden Fall viel mehr rein. Guck mal. Oh. Wir haben schon die ersten 400.000 weggerasiert. Nope. Das Gift war nicht so relativ lange da. Ich glaube, das Femme Fatale hat doch was gebracht. Nope. So. Ja, also jetzt ruft der Meteor sowieso, weil ich mal sparen können, Spaß. Na los, komm. Ach nee, warte, das war ja eh noch. Komm schon. Das gibt's wirklich da nur ganz kurz da. Und da kommt er weg. Aber noch überlebbar. Ach, Kacke. Easy. Das musst du mal durchkommen irgendwie. Ah, oh, ich habe Schwein gehabt, einen Block. Okay. Soll ich mal eine Zeitdilation drücken? Ich wäre es auch sinnlos. Ach, Kacke. Komm, lass das Gift durch. Boah, habe ich geblockt. Ganz der King. Das nervt gerade echt ein bisschen ab. Ist denn so unglaublich resistent jetzt dagegen? Ich bin eh tot. Ja. Das ist jetzt nichts, worüber ich mich ärgern müsste oder so. Warte, es kommt direkt auch noch der Meteor hinterher. Mega Meteor. Uhu, ich bin tot. Ja, die Füße kann ich da raushauen. Um die ist ja nicht allzu schade. Oh, lel. Komm schon. Okay, let's go. Jetzt aber immer voll durchdrücken. Ja, das Gift auf dem anderen Set, das bringt es einfach so gut wie gar nicht. Juhu, Meteoreinschlag. Nichts passiert. Ah, Kacke.
change it up. Vielleicht mal versuchen, weniger eine Scheiße zu spammen, sondern mal warten, ob es durchkam. Ja, so lange wie das da bleibt, ist es dann auch scheißegal. Au. Wie das Gift gar nicht durchkommt. Giga-Meteor. Ich bin tot, weil ich nicht geblockt habe. Hey. Na, man bleibt müssen auch das Gift zu spammen. Kann ich nicht irgendwie anders Schaden zufügen? Das macht alles gar nichts an ihm. Lol. Wieso darf er so broken sein? Komm schon. Hab ich noch einen Trank? Na, ich mach lieber gleich Vitaga. Oder? Naja, lieber 1 EP gespart. Aber wir haben jetzt schon auf 3,4 runter. Yeah, schon 2 Millionen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich hoffe, er hat keine stärkere zweite Form, die dann irgendwie reinkickt. Ha. Easy Block. Mein ATB ist halt auch komplett leer. Und den Hassan habe ich ja lustigerweise weggeschmissen. Ja, hast du jetzt schon gut was wert gewesen. Schon. Ich bin so viel Gift und es bringt trotzdem nichts. Lol, du bist das komplett zerstört. Ja, ich werde auf jeden Fall mal noch einen Ether reintanken. Kacke. Sind sie jetzt da? Er killt mich jetzt sowieso immer wieder. Ja klar. Oh, Digga, komm, lass dich doch vergiften. Und es passiert nichts. Ich glaube, es juckt einfach null, ob ich ihn versuche zu vergiften oder nicht. Oh, oh, da war gerade mein Gift. Erwachen. Oh, super. Das war das, wovor ich Angst hatte.
dass es nochmal eine Spur stärker wird. Leute, guck mal das Gift. Und ich bin tot. What the hell? 21k. Ja moin. Okay, aber das Gift hat gerade echt lange gehalten. Warum? Okay, das Gift jetzt erneuern. Guck mal, das Gift bleibt voll lange. Oh, ich bin wieder tot. Guck mal, das Gift, das zerreißen richtig. Oh. Hör auf, bitte. Bitte hör auf. Das Gift macht gerade den absoluten Job. Oh, ich wollte den perfekten Block swaggen. Bin ich ehrlich. Guckt euch das Gift an. Das Gift macht gerade absolut zu Ende. Ich hätte mir eben sogar sparen können. Gift vor MVP. Aber spätestens jetzt hätte ich sowieso das Ether gebraucht. Ja. Es war also keine Fehlentscheidung, den Ether zu benutzen. RIP. RIP Arashika. GG, 11 Minuten. Bastardvieh. Ich dachte, da könnte auch was gegen mich machen, aber nein, 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 nein. Jetzt habe ich immer noch ein Ether übrig, ne? Even in this dying world, plenty of people still believe in God. They believe they are special and that God loves them unconditionally. They believe he is looking out for them. Gods exist, all right, but they've got their own agenda. They sure didn't make this world and put people in it because they love us. They just wanted to create new tools. But now those same tools have defeated the beast of God. With that victory, he is forced to recognize the strength of humanity. You yourself are the proof of humanity's promise and potential. You want a future for humanity. Naja, eigentlich zeige ich den erstmal die Universe Kämpfer, aber. Mean anything, though? Sure, I showed God what I'm capable of. But the power I used to defeat the beast wasn't any kind of human power. I won a victory. But what am I? Am I still human? Du bist OP. Can I still be called a child of man? Heilige Aura der Zerstörung. Wofür habe ich das denn bekommen? Ultima. Und Maximum ATB nochmal. Auf meinen Nacken. So, was gibt's jetzt hier Schönes? Eine Diamantkette. Also Ultima und eine Diamantkette. Was machen die beiden Sachen? Ich check mal ganz kurz aus. Ja, brauche ich jetzt nicht unbedingt. Verwerfen. Und was habe ich noch bekommen? Was war das? War es hier? TP um 10.000. Okay, 10.000, das ist mal ein Wert auf jeden Fall. Heilige Scheiße. Okay, wir können jetzt von diesem Speedbild hier wieder wegkommen. Das muss ich jetzt wieder gucken. Auf dir hatte ich, wo ist es denn? Den Fleischwolf. Fleischwolf, da. Und es hat noch mehr Angriff gedrückt gehabt. Gab es noch irgendwas? Das Wächterschild, ach, wird schon so seine Richtigkeit haben. So, ATB würde ich sogar ganz gern behalten. Das finde ich auch gar nicht mal so schlecht eigentlich. Obwohl, warte mal, das ist ja eh so mein Blockset. Das ist jetzt mein Blockset. Und auf die hatte ich ja Maximum Magie. Was hatte ich dafür? Die Chaosrache hatte ich auch dafür, oder?
Hatte ich nicht. Ich hatte auf jeden Fall auch krass viel von Magie hier drauf. War es der Beschwörerstab? Nee. Was hat mir denn hier auch Magie gegeben, ohne irgendwelche Drawbacks? War es der Knochenbrecher? Ich fange einfach mit dem Knochenbrecher erstmal an. Ich weiß nämlich echt überhaupt nicht mehr. So, was gibt's hier? Beschwörerschild, okay, das kommt hin. Das Falkenauge ist ganz nice. Okay, das ganze Gift kann ich auch wieder runter machen. Statt Gift hatte ich hier nicht die Gena, sondern Deval. Genau. Die Prothese Blitz, das war alles wie vorher. Auf die hatte ich vorher auch einen anderen Scheiß, den ich keinen interessiert. Und bei dir hatte ich statt Gift, was hatte ich da stattdessen? Wellenbrechen, Eis. Was hatte ich denn da drauf? Noch irgendein Angriffszauber, ne? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich lasse es einfach erstmal so. Oder gibt's doch irgendwas, was ich vielleicht jetzt draufpacken müsste? Ja, gut, kann die Vitalsphäre ja drauf machen. So. Diese so, what the fuck, warum die Vitalsphäre? Ja, ganz einfach darum. So, Aeroblitz. Davon 10. 110? Das ist ja fast gar nichts. Hatte ich nicht Schnelleres? 140. Der Leiter hat mein Angriff halt gut drunter. Das sind fast 200. Was mir dieses Schild halt gibt. Ah, was soll's. Vielleicht ist, tue ich das Gift auch nochmal durch irgendwas Sinnloses ersetzen. Den leichten Hieb habe ich ja auch noch, ne? Kann ich auch mal was Besseres machen. Hier, da einen besseren leichten Hieb. Nicht, dass ich einen Unterschied machen würde, aber trotzdem. Noch irgendwelche coolen Angriffszauber. Ach ja, einfach die Sturmschneisen und das. Oh, und ein Premium Shop, genau, was ab? Was ist hier los? Die Chorgegenstände, jetzt noch. Es ist doch ein Witz, ne? Oh, Backe. So, warte mal, ich tu mal kurz speichern. Ich will wissen. Ich will nämlich die nächste Folge das Ende komplett durchziehen, deswegen wäre es ganz interessant. Wo komme ich denn raus, wenn ich auf Schrein Verlass drücke? Ja, ich möchte wirklich verlassen. So, was gibt das gleich? Wo komme ich raus? Ach so, wieder vor komme ich raus. Ja, gut, der Tag auch gleich rum. Ich gehe noch mal kurz zum Laden. Nee, Moment, ich würde gerne. Ach scheiße, muss ich den ganzen Weg laufen. Mies. Ja, gut, komm, ich gehe noch ein bisschen Item shoppen. Und danach können wir eigentlich auch diesen Tag beenden. Ich brauche nur ein paar Tränke und ein paar Phönixfedern. Ansonsten ist eigentlich alles ganz cool. Drei Tränke, zwei Phönixfedern. Das sollte reichen. Oder lieber doch. Oder ich tue mich voll mit Phönixfedern ballern. Und tue einfach komplett auf die Tränke scheißen. Oh, neues Warnangebot. Oh, hier gibt es gar keine Phönixfedern. Wahnsinn. Aber doch einmal ein bisschen Zeit. Ich hatte noch bis 6 Uhr morgens Zeit, das heißt, kann auch einmal in die Siedlung gehen. Ein letztes Mal. Aber die zweite Phase vom Erreschtigall war ja so schön easy. Hätte ich das mal eher gewusst. Ich hätte vielleicht sogar einen Ether sparen können. Aber egal. Damit werden wir es einfach leben müssen. Und da gibt es auch nichts dran zu ändern. Ja, hier war auch da unten, genau. Dort muss gewesen sein. So. Ein letztes Mal teleportieren in die Siedlung. Rufian-Siedlung da. Stocken noch ein bisschen die Phönixfedern auf und danach werde ich speichern.
um dann den letzten Tag anbrechen zu lassen. So, hier, Dude. Ja, ich schon wieder. Nur ich war ein Angebot. Jetzt noch. So, ich brauche auf jeden Fall Phoenix-Federn. Ach, da ist auch Übertränke. Ja, geil. Geldverschwendung. Geldverschwendung. Geil. So, den ganzen Dreck weg. Ja, kann den Bruder. So, Übertrank, Übertrank und drei Phoenix-Federn. Solange ich mich nur rechtzeitig heile, ist eigentlich alles kein Problem. Naja, hoffe ich ja auch. So, gibt es auch irgendwelche coolen Waffen, die ich mal eben kaufen müsste. Ich hätte ganz gerne... Naja. Ich kaufe einfach, weil why not? Wer weiß. Vielleicht wird es ja noch irgendwie was helfen oder so. Viel genug haben wir eigentlich. Okay, haben wir auch alles erledigt. Okay. Gut, dann speichere ich jetzt. Das war's für diesen Part. Ist auch wieder so ein One-Parter gewesen. Einfach nur, wo ich den Reschigal aufs Maul gebe. Und dann werde ich in der nächsten Folge das Spiel wohl durchspielen. Komplett durchspielen. Alles ein Part und dann ist es gut. Also bis zum nächsten Part und bis dahin.